Kurz hinter Praia Verde beginnt die Ria Formosa, ein riesiges Naturschutzgebiet mit Lagunen und vorgelagerten Inseln. Aus der Luft entdecken wir ein Dorf inmitten einer kleinen Festung. Vom Strand führt eine Treppe den Hügel hinauf ins Dorf. Hier hat man einen tollen Blick über die Lagune. Der kleine Ort Casella Velha hat gerade mal 50 Einwohner und steht unter Denkmalschutz. Immobilienspekulanten haben schon oft angeklopft, um das Dorf touristisch zu vermarkten. Doch die Bewohner waren dagegen. Kleider machen Leute ist eine Redensart, die in Portugal eher heißen müsste, Schornsteine machen Leute. Früher konnte man an der Größe und den Verzierungen des Schornsteins erkennen, ob der Hausherr reich war oder ob chronisch Ebbe im Portemonnaie herrschte. Es gibt eine Kirche, drei Restaurants, einige Wohnhäuser und einen Friedhof. Wohnen die meisten hier zu Lebzeiten zu ebener Erde, ziehen sie im Jenseits auch bis in den vierten Stock. Eine Zimmerwohnung mit Ausblick. Selbst in diesem Dorf gibt es Privatunterkünfte. Solch einen Blick und diese Ruhe kann kein Pauschalangebot bieten.